Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in dieses Ungetüm hinein, denn Brand News hat 3 Adventskalender rausgebracht und das ist der grüne. Und den schauen wir uns mal zusammen an. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender ist wieder halt unter dieser ganzen Geschichte, wo du 5 Milliarden Preise findest, 36,99 oder im Bundle ganz am Anfang für ungefähr 35 Euro oder für 41,99 oder 46,99. Er soll auf jeden Fall einen Wert von 50 Euro beinhalten und er ist riesig, was ich immer richtig toll für Familien zum Beispiel finde. Er sieht wunderschön aus und auch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Play stellt den jetzt gerade parallel vor. Also für eine zweite Meinung schaut gerne nochmal bei ihr vorbei. Und ja, ich würde sagen, solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Am 1. Dezember haben wir etwas drin enthalten, was wir in einem anderen von Brand News auch schon drin hatten und was auch gar nicht mehr hier vorhanden ist. Wurde schon komplett aufgegessen. Das ist die Geflügel-Mini-Salami Junior von Gutfried und hat gut geschmeckt, tatsächlich der kompletten Familie. Und ja, hier sind 100 Gramm drin enthalten. Das sind 10 kleine Mini-Würstchen und ja, das sind halt so kleine süße Snacks, die man sich einfach zwischendurch mal gönnen kann. Auch dieses Produkt vom 2. Dezember kommt mir bekannt vor. Das hatten wir auch in einem anderen drin. Also die Inhalte von den jeweiligen Adventskalendern, das ist immer so das Problem bei diesen Bundles, ne? Sind nicht hundertprozentig unterschiedlich. Hier haben wir den Ayran drin enthalten von Yaila und ich habe hier die Richtung Strawberry. Man hätte alternativ auch die Richtung Mango drin haben können. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier ist ein Riegel mit 35 Gramm drin enthalten und da hätte man auch 3 verschiedene Sorten drin haben können. Man hätte einfach, das sehe ich jetzt aber nicht, na doch, Cranberry and Chocolate, Caramel and Sea Salt oder Dark Chocolate and Sea Salt und ich habe das bekommen, was ich am wenigsten mag. Dark Chocolate and Sea Salt ist von Everest Bar. Einfach so ein Riegel mag ich persönlich eigentlich auch immer sehr, sehr gerne für so zwischendurch. Ne? Ja, ist ein veganes Produkt und mag ich eigentlich. Hier haben wir die Nummer 4. Die hatte ich auch schon mal und die habe ich auch eingeatmet. Ne? Von Mitsuba Thai Chili Crispies. Das sind diese hier mit 30 Gramm. Die sind super, super lecker, aber auch super, super scharf. Deswegen finde ich persönlich, dass auch 30 Gramm hiervon vollkommen ausreichend sind. Ein Tag vor Nikolaus, am 5. Dezember, gibt es etwas, was mein Freund wahrscheinlich feiern wird. The Winter Edition von Red Bull. Iced Vanilla Berry, ein Energy Drink, belebt Geist und Körper. 250 Milliliter sind hier drin enthalten. Das ist halt eine Winter Edition, aber halt wegen diesem Iced Vanilla Berry. Ne? Das ist halt wahrscheinlich ein bisschen süßer, ein bisschen beeriger, fruchtiger, aber jetzt nicht in Richtung Zimt oder sowas. An Nikolaus haben wir 2 Produkte drin enthalten. Und zwar diese Loka Gardena Peanut Butter habe ich hier einmal drin. Gardena vor allem und Gardena Chocolate. Auch das super lecker, super cool. Ist für mich jetzt aber nicht so ein mega Highlight für den 6. Dezember für Nikolaus. Die hatten das schon mal, dass die hier auch so einen richtigen Nikolaus reingepackt haben. Das hätte ich hier noch cooler gefunden. Auch dieses Produkt aus dem 7. Dezember habe ich schon mal in den Händen gehalten. Von Ruf Bio-Veganer Eiweißersatz. Ja, kann man machen, ne? Also haut mich jetzt nicht so von den Socken, aber es ist okay. Und ich glaube, wenn man jetzt viel in der Weihnachtszeit irgendwie backt oder so, und halt einfach kein Ei da hat, ist es eine ganz gute Sache, weil das ist ja auch ewig und 3 Tage haltbar. In diesem Fall bis März 2025. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und hier ist ein bisschen Stoff drin. Das ist The Spirit of Prague Stratopramen. Ja, das ist ein Bier, ne? Ja, mit 330 Milliliter. Da sind 5% Alkohol drin enthalten. Erinnert mich tatsächlich auch an eine Klassenfahrt, die ich in der 11. oder 12. Klasse, ich glaube, das war die 12. Klasse, ne? So eine Studienfahrt quasi nach Prag hatte. Und da haben wir echt wirklich, also Bier war günstiger als Wasser. Das fand ich richtig krass damals. Und das war so eine, ja, so eine Abschlussfahrt quasi von uns. Deswegen weckt das in mir einfach positive Gefühle. Und ich finde auch, dass das Pivo, das Bier aus Prag, eigentlich ganz gut schmeckt. Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas freuen, was ich schon mal gegessen habe, weil ich ja auch die Brand News Box im Abo habe. Das ist die, sind die extra breiten Kartoffelchips, die nach Meersalz schmecken. Und ja, da haben wir einfach so eine Tüte drin. Und da hätte man alternativ auch irgendwie Weingummis drin haben können, die nach Erdbeer oder Pfirsich schmecken. Ich bin mit meinen Chips sehr zufrieden. In der Nummer 10 darf es mit einem Foodie weitergehen von Ehrmann. Die finde ich eigentlich auch immer ganz lecker. Und wenn es halt wirklich mal drauf ankommt und man nicht die Zeit hatte, jetzt irgendwie noch schnell, ne, irgendwas zu frühstücken,
oder ein Mittagessen zu machen oder Abendbrot zu essen, kommt das wirklich gut. Und bei mir ist es auch so, dass ich ja ungefähr so um 6 Uhr immer Abendbrot esse und dann ist immer eine sehr, sehr lange Zeit, bis ich ins Bett gehe. Das heißt, dann könnte ich mir theoretisch so ein Ding nochmal zwischendurch reinpfeifen. Das ist jetzt im Orange-Style. Genieße einen Ehrmann-Foodie als eine Mahlzeit deiner ausgewogenen Ernährung. Genau, also man sollte sich nicht grundsätzlich davon ernähren, das ist schon wichtig. Zur ersten Schnapszahl am 11. Dezember erhalten wir ein Manna aus Wien ein Original Neapolitaner. Da sind 75 Gramm drin. Darüber freut sich unser Besuch auch immer ganz besonders. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, weil ich mit der lieben Caro auch mal ein Tauschpaket hatte und sie mir da auch allerhand von geschickt hatte. Die wurden sehr schnell hier vernichtet. Und ich finde es cool, dass es hier mit drin ist. Es ist ganz lecker. Am 12. Dezember haben wir was ganz Klassisches drin, und zwar eine Mayo von Hohmann. Das finde ich toll, denn wir haben jetzt hier auch wirklich viele Snacks und so drin gehabt, aber ne, sowas freut mein Herz dann auch immer sehr, weil das einfach so ein klassisches Produkt ist, was man immer gut gebrauchen kann. Auch das ist bis Mitte nächsten Jahres haltbar, also gar kein Problem. 200 Milliliter sind hier drin, können wir hier sehr gut gebrauchen und ich finde es toll. Und das hoffe ich mir auch tatsächlich bei diesem Adventskalender, dass wir so einen schönen Mix auch irgendwie bekommen, ne? Dass hier auch so Grundgeschichten drin sind, ein Kilo Mehl oder so, wäre auch irgendwie mal ganz witzig. Am 13. Dezember haben wir ein Gewürz drin enthalten, das ist jetzt quasi die Halbzeit, weil wir haben 26 Kläppchen. Ostmann Winterküche, ein würziger Kartoffelgratin wird es hier geben. Ja, das sind 15 Gramm hier drin. Ich finde es schön, dass sowas hier mit drin enthalten ist. Würde mich aber freuen, weil man sicherlich nicht das komplette Sachet brauchen wird, wenn die das so machen würden, dass man das hier so wieder verschließen kann oder so, ne? Ansonsten kannst du es halt einfach umfüllen. Aber schön ist es auf jeden Fall, denn ich mag gerne auch so Gewürze ins Essen mit reinpacken. Am 14. Dezember haben wir von Saltlets Pausencracker drin. Das finde ich super, ist für mich sehr, sehr gut geeignet. Stelle ich mir einfach direkt mal an den Schreibtisch und dann kann man sich das einfach mal gesund snacken. Also gesünder, als wenn ich mir da Schoki und Chips hinstelle. Okay, am 15. Dezember haben wir wieder ein Bier drin enthalten. Da freuen sich diejenigen, die schwanger sind oder so oder generell keinen Alkohol trinken, jetzt nicht so unbedingt. Von Fenty Manz haben wir hier drin das Ginger Bier, was natürlich auch sehr gut so in die Weihnachtszeit passt, würde ich mal so tippen. Ne? Ja, also wir trinken halt nicht so wirklich Alkohol hier zu Hause, dementsprechend ist es nichts für uns, aber unser Besuch freut sich dann, wenn die einfach auch mal so andere Sorten ausprobieren können. Am 16. Dezember gibt es in diesem Adventskalender wohl ein Überraschungsprodukt. Das heißt, man hat dann irgendwie auch unterschiedliche Sachen drin. Ich habe hier von Dr. Oetker Chocolate Creme drin. Einmal diese hier. Und dann habe ich auch noch die Dr. Oetker Chocolate Pudding Sache mit drin enthalten. Also ne, zwei solche Sachen, die man halt auf zwei Portionen machen kann. Das ist im Prinzip ja gekochter Pudding. Mag mein Freund nicht so gerne und ich mag nicht so gerne Schoki. Das heißt, das kommt bei uns dann nicht ganz so gut. Am 17. Dezember haben wir Susels drin. Hello Silo Rainbow. Die hatten wir auch schon in irgendeinem Adventskalender von Brand News drin enthalten. Die sind, glaube ich, auch recht sauer, wenn ich mich nicht irre. Aber hier steht nichts mit sauer drauf. Naja, an und für sich mag ich sowas ganz gerne, wenn das nicht so ultrasauer Sachen sind. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember haben wir hier in diesem Adventskalender was drin, was wir auch schon in den anderen drin hatten. Ich muss aber gestehen, dass wir davon schon mindestens eine Packung von gegessen haben. Das sind diese Markklößchen, Suppenklößchen von Leimer. Und ja, hier gab es jetzt heute auch eine große, Erkältung, wie auch immer. Und dementsprechend haben wir uns eine schöne Suppe gekocht und die Klößchen halt reingemacht. Und die waren sehr lecker, kann man nicht anders sagen. Mir haben sie sehr gut geschmeckt. Ich wollte mehr danach. Am 19. Dezember haben wir eine helle, leichte Limo drin enthalten und das ist die Richtung Zitrone. Und das hatten wir letztens auch in Orange irgendwo drin. Das habe ich ja so dermaßen schnell getrunken. Ich glaube, das war aber in einer Degusta-Box drin enthalten. Ne? Genau, ja, finde ich immer schön, wenn wir halt auch so komplette Getränke oder komplette Packung hier drin finden. Das ist immer schön. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier haben wir von Bamboo Garden Cook It Easy Pad Thai Noodles eine Würzpaste drin enthalten. 45 Gramm. Ja, ich glaube, asiatisch ist auch so eine Richtung, was viele auch gerne mögen. Und dementsprechend macht das auf jeden Fall Sinn. Bei uns würde das jetzt nicht so gut gegessen werden. Am 21. Dezember haben wir hier einen Fruchtaufstrich drin. Das habe ich bei den anderen Adventskalendern echt vermisst. Das ist den Gamle Fabrik. Ich weiß nicht, ob man seine Firma, die Lebensmittel herstellt, so nennen sollte. Ein Fruchtaufstrich Himbeere, beliebte Handwerkstradition seit 1834. Okay, dann heißen die wohl schon länger so. Ja gut, finde ich richtig schön, dass wir eine Marmelade hier drin haben, weil das einfach etwas ist, was man immer gut verwenden kann. Und das erinnert auch so ein bisschen ans Frühstück. Das heißt, damit ist dann auch quasi die Mahlzeit mit abgedeckt. Das finde ich schön.
Am 22. Dezember, zweite und letzte Schnapszahl, haben wir was drin, was ich auch richtig süß finde. Happy New Year. Da haben wir einmal so ein Schweinchen drin enthalten und dann haben wir hier auch noch so ein Edelmarzipan geflammt als Glocke drin. Das finde ich schön, ne? Das sind wirklich so schöne Geschenke, die man machen kann, auch wenn das Schweinchen ein bisschen schielt, ne? Das arme Schweinchen. Aber ich mag auch so Marzipanschweinchen tatsächlich und sie erinnern mich auch manchmal ein bisschen an meine Kindheit. Denn da, wenn wir dann halt quasi beim Fleischer waren oder so, hatten die auch sowas bei sich stehen. Und das fand ich als Kind immer total großartig. Ich weiß gar nicht, warum wir das gar nicht so gekauft haben. Wahrscheinlich, weil ich das dann einfach nur angeguckt und nicht gegessen hätte, ne? Ein Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, überlegt sich der Adventskalender, dass es doch ganz nice wäre, wenn man sich da vielleicht einfach mal so ein bisschen was Schnelles zwischendurch gönnen kann, wenn vielleicht gleichzeitig und parallel, das ist das gleiche Wort, der Weihnachtsbraten im Ofen ist und so, eine Lunch Bowl von Bonduelle mit Karotten, Kichererbsen, Mais, Quinoa. Und das dürfte ja für eine Person sein, 250 Gramm sind hier drin. Ich glaube, das kann man ganz gut haben, ne? Also finde ich auf jeden Fall schön. Ob ich mir das jetzt Weihnachten esse oder ob ich das jetzt quasi im Vorfeld irgendwann mal esse, weiß ich nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall alleine essen, weil mein Freund das, glaube ich, nicht so gerne mag. Heiligabend, Leute. Da haben wir Weingummis drin von Red Band, Fruchtgummi, Assorti. Ja, auch das erinnert mich an meine Kindheit. Das hatten wir auch in einer, das hatten wir in diversen Foodboxen dieses Jahr schon drin enthalten. Das ist eine riesige Packung mit 500 Gramm, holla die Waldfee. Und das ist auch sehr lecker. Ich finde, das sind halt Weingummis, die sehr ja am Gaumen oder zwischen den Zähnen so kleben. Ne? Und wir hatten damals bei uns im Dorf halt auch immer Markt und also einmal die Woche. Und dann gab es halt diesen großen Süßigkeiten. Stand, wo man halt mit diesen Schütten dann die Süßigkeiten abwiegen konnte und so. Genau, da ist sehr viel Taschengeld von mir draufgegangen und die finde ich auf jeden Fall toll. Also, dass sie drin sind, finde ich schön und kann man auf jeden Fall machen. 500 Gramm ist derbe. Ist das ein schönes Produkt für Heiligabend? Finde ich persönlich jetzt nicht unbedingt. Vor allem, weil wir am 25. Dezember hier auch zwei Produkte drin haben, obwohl in meinem Heftchen ist nur dieses hier abgebildet. Ne? Ich glaube, das andere ist dann quasi aus Versehen mit reingeflogen. Kinder Bueno White, also das werde ich mir gleich sowas von reinziehen. Oh mein Gott, ich liebe Kinder Bueno und dass sie halt eine weiße Variante auch rausgebracht haben, ist für mich ein absolutes Highlight. Das ist jetzt kein mega krasses Weihnachtenprodukt oder so, aber ich finde es für mich persönlich sehr großartig gerade. Und ich habe jetzt in meinem Böckslein-Kläppchen auch noch gefunden von M. Eukal, die Gummidrops Vitaminshot Sauer. Das ist hingegen so gar nichts für mich. Mag ich persönlich nicht ganz so gerne. Aber ja gut, ne? Emoikal ist ja eigentlich auch immer so ein bisschen, was man ja auch so in Apotheken oder so findet. Das heißt, ich glaube, dass das Ganze auch irgendwie vitaminreicher ist oder so als andere Weingummis. Und man hat jetzt Weingummi hinter Weingummi. Aber es steht nicht im Heftchen. Das verwirrt mich jetzt schon wieder, ne? Zu guter Letzt haben wir am 26. Dezember Brandzwiebacks drin enthalten. Kakao-Shot-Minis, lecker kakaoig. Ja, also da hatten wir, glaube ich, letztes Jahr im Adventskalender auch allerhand drin, ne? Mit dieser Vollmilchschokolade. Und die sind jetzt komplett aus Kakao, sowohl was hier den Keks angeht, als auch die Schokolade drumherum. Die kann man auf jeden Fall auch mal ab und an snacken. Und ich glaube, dass es ein etwas gesünderer Snack ist, als wenn man sich halt so klassische Sachen reinpfeift. Hier zum Beispiel gleich ich dieses Kinder Bueno. Ja, und das ist jetzt einmal der Brand News Classic Adventskalender gewesen. Wenn ich mir überlege, dass ich persönlich für den Adventskalender irgendwie 35 Euro bezahlt habe, weil es ja auch in einem Bundle war, finde ich das vollkommen in Ordnung. Wenn ich mir überlege, dass ich den für die 46,99 gekauft hätte, wäre das ein bisschen viel. Für die 41,99, die es jetzt aktuell kostet, glaube ich auch ein bisschen viel, weil du hast ja halt Produkte im Warenwert von 50 Euro ungefähr auch auf dem Tisch liegen. Aber ja, kann man machen, ne? Wenn man halt wirklich auch diese Snacks mag und wenn man sich da auch jeden Tag mit der Familie zum Beispiel drüber freuen möchte, dass man den zusammen auspackt. Es ist definitiv ein Hingucker oder ein Büro-Adventskalender, was man halt auch damit machen könnte, ne? Ja. Aber ich glaube, es gab von Brand News auch welche, die ich noch ein ganz kleines bisschen besser fand. Genau. Ja, wie seht ihr das? Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare. Und dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.